Ja, wir beheben hier im Prinzip die Schäden des letzten Sommers oder die der letzten Jahre. Aber letzten Sommer durch die Trockenheit sind unsere Grünanlagen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen haben wir aus unseren eh knappen Mitteln jetzt nochmal 5.000 Euro abgeknapst, um an zentralen Stellen der Naherholung Rasen neu einzusehen. Leider haben wir kein Geld, Rollrasen zu verlegen, wie das in anderen Städten jetzt gehandhabt wird. Aber wir bitten die Bevölkerung einfach, dass sie in den nächsten Wochen hier auf die Neuaussaat Rücksicht nehmen. Wir werden Schilder aufstellen, die erklären, was hier passiert. Und dann wird es am Ende umso schöner und hier wird die Rasendecke dann wieder richtig grün und saftig werden. Und wir hoffen, dass das dann auch ein bisschen hält. Das passiert noch in der Neustadt am Frauenlobufer, das passiert noch auf der Kaiserstraße und es passiert noch auf dem Ernst-Ludwig-Platz, wo einfach zahlreiche Veranstaltungen immer wieder die Grünanlagen auch in Mitleidenschaft ziehen, aber natürlich der trockene Sommer letztes Jahr dann wirklich sein Übriges getan hat.